NLZ Total, ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ein ganz besonderer Gast, denn es kommt der Leiter der Videoanalyse unseres NLZs, Rio Koch. Mit Rio werden wir darüber sprechen, was ihr vielleicht noch bei dem ein oder anderen Punkt der Videoanalyse nicht kennt. Weiterhin werden wir auch über die U19 sprechen, denn dort ist er auch als Co-Trainer tätig. Freut euch auf eine coole Sendung. Gleich ist er unser Gast bei NLZ Total. Ja, Rio, herzlichen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dann heute, wie gesagt, Gast bist bei NLZ Total. Erste Frage auch an dich direkt. Wie lange bist du denn hier schon bei Viktoria Köln und was hast du vorher gemacht? Danke dir erstmal für die Einladung, dass du deine wertvolle Mittagspause für mich opferst. Ich bin frisch da. Ich bin ab Sommer da, bin von Düsseldorf gekommen, habe da zuletzt die Aufgabe des U19 Videoanalysten und des eines Trainers im Aufbaubereich gehabt. Insgesamt 2,5 Jahre war ich da. Vorher war ich in Hamburg Trainer, wo ich auch herkomme. Ich bin hier quasi nur fürs Studium hergezogen an der Sporthochschule und habe da angefangen mit 15 als Trainer bei SC Sternschanze und bin dann zu ETV gegangen, habe da noch ein paar Erfahrungen im Jugendbereich gesammelt und dann eben rüber jetzt an die Sporthochschule und habe da dann den Bereich der Videoanalyse erst so richtig kennengelernt und jetzt sitze ich hier. SC Sternschanze? Sternschanze. Ja, wer kennt sie nicht? Liebe Grüße an dieser Grüße Stelle. Und an Eimsbüttler TV natürlich. Perfekt. Ja, cool. Und jetzt bist du ja dann seit dieser Saison Chef und Videoanalyst oder Videochefanalyst des Nachwuchsleistungszentrums hier bei Viktoria Köln. Mich würde mal interessieren, was ist für dich denn besonders wichtig bei einer Videoanalyse? Ja, ich glaube, es gibt viele Themen, die extrem wichtig sind. Für mich persönlich und was ich jetzt so aus meinen letzten Jahren in der Videoanalyse gelernt habe, ist der Bezug in die Praxis. Also, dass du einmal die Themen, die du in der Videoanalyse fokussierst, dass die einen Bezug haben, erstmal, dass die aus der Praxis kommen. Also, was wirklich im Spiel aufgetreten ist, was vielleicht das ganze Team beschäftigt, jetzt nicht nur eine Individualsache, auf die man dann eine ganze Analyse stützt, sondern erstmal, dass es ein Thema ist, was aus der Praxis irgendwie kommt. Und dann, dass es auch im Nachhinein einen direkten Bezug in die Praxis hat. Das heißt einmal, dass es nah ans Training gekoppelt ist, dass man jetzt nicht morgens eine Analyse macht und dann abends erst die Chance hat, auf dem Platz das auszuprobieren, sondern im besten Fall direkt Analyse, Videos sehen und dann raus auf den Platz und direkt ausprobieren können. Und dass es dann eben im Training auch so designt ist, dass man die Möglichkeit hat, das Angesprochene aus dem Video direkt auf dem Platz, sei es dann in der Spielform oder in einem Spiel, direkt umzusetzen. Okay, jetzt ist es ja so, der moderne Fußball, gerade heutzutage, je höher man geht, ich glaube, ist heutzutage auch ohne Videoanalyse ja, ich sag mal, kaum vorstellbar. Mich würde mal interessieren, welche Arten der Videoanalyse gibt es denn und welche Arten werden denn hier auch von den Videoanalysten, neben dir, aber auch von den anderen Kollegen, viele Trainerkollegen machen das ja auch, werden denn hier analysiert? Ich glaube, die klassischste Unterteilung ist so ein bisschen, dass man in Individual-, Gruppen- und Mannschaftstaktische Videoanalysen unterteilt. Bei uns ist es so, dass wir die Gruppenanalysen häufig nutzen, um das in Positionsgruppen zu unterteilen. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel alle Außenverteidiger zusammen und besprechen dann spezifische Themen für Außenverteidiger, genau das gleiche für Zentrum, aber dann auch unser Torwarttrainer mit den Torhütern. Das wird auch in jeder Mannschaft so gemacht. Also in vielen Mannschaften gilt dann diese Gruppenanalyse positionsspezifisch. Mannschaftstaktisch ist, glaube ich, dann relativ klar, in welchem Kontext. Bei uns in der U19 ist das dann hauptsächlich die Gegnervorstellung, die Matchplanbesprechung, eine Nachanalyse. Dann eben mit allen zusammen, meistens dann hier auch in dem PK-Raum. Und individuelle Analysen sind dann eher so, wie sie anfallen. Also da gibt es keinen strukturierten Plan. Wir machen jetzt mit jedem Spieler jede Woche eine Individualanalyse, sondern da ist eher, wenn es dann ein Thema gibt, nimmt man sich einen Spieler raus und bespricht mit dem was individuell. Aber das ist jetzt nichts, was wir in einem klaren Zyklus planen. Okay. Seit Sommer bist du ja hier, wie gesagt, bei Viktoria Köln. Und seit Sommer haben wir auch ein neues System für die Videoanalyse, nämlich BePro, das ist ja das System, was wir jetzt hier nutzen. Kannst du uns vielleicht das System mal kurz näher bringen und ein bisschen erläutern und vielleicht auch die Vorteile dieses Systems sagen? Ja, also erstmal ist das Coole, dass es eine Gesamtlösung hat, also es setzt sich zusammen aus einem Videoschneideprogramm, wo jeder Trainer ab der U12 bei uns die Möglichkeit hat, seine Szenen selber zu schneiden, zu animieren, wenn er eine Grafik reinsetzen will. Dann haben wir dazu noch einen Messenger, das heißt, es gibt die Möglichkeit, und das ist eben das Coole an dieser ganzheitlichen Lösung, dass es alles miteinander gekoppelt ist,
die Szenen, ohne sie irgendwie runterzuladen oder irgendwo zu speichern und dann per WhatsApp oder SAP zu verschicken, gibt es die Möglichkeit, das direkt über einen internen Messenger zu verschicken von BPro. Das ist dann, sind zwei Klicks und die Szene ist auf dem Handy vom Spieler. Und dann gibt es noch die Plattform, wo man dann die Möglichkeit hat, einmal die ganzen Spiele anzulegen, auch die Trainings anzulegen, den Jungs Zugriff drauf zu geben, dass sie quasi einfach sich das Training oder das Spiel im Nachhinein nochmal anschauen können. Und was für uns dann nochmal cool war, durch die Möglichkeit, dass wir es halt von der U12 bis zur U19 hoch nutzen und alle mit dem gleichen Programm arbeiten, dass wir die Philosophie so ein bisschen an die Videoanalyse angleichen können. Also wir können ein Tagging-Board, mit dem wir dann die Szenen rausschneiden, nachdem wir die Szenen kategorisieren, haben wir dann stringent aufbauen von der U12 bis zur U19 hoch nach unseren Prinzipien. Dass die Jungs dann nicht jedes Mal eine neue Kategorie hören für irgendeine Spielphase, sondern dass es klar nach unseren Prinzipien, nach unserem Wording dann mehr oder weniger ist. Und das heißt, wenn ich da mal kurz einhake, das heißt, eins wäre zum Beispiel Spielaufbau, zwei wäre zum Beispiel... Genau, wir haben dann, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, wir haben pro Spielphase dann immer noch zwei Unterteilungen. Nach dem klassischen Vier-Phasen-Modell in den Spielphasen gibt es dann Spielaufbau und Angriffsspiel zum Beispiel in der Offensivphase, und so ist dann klar schon kategorisiert ab der U12 an. Da sind es wahrscheinlich andere Themen, die einen dann in diesem Angriffsspiel interessieren, aber es ist erstmal die gleiche Überschrift, gleiche Bedeutung. Und das ist dann, bin ich mir sehr sicher, für die Trainer einmal leichter, wenn dann Trainer mal weiter hochkommt oder wenn dann mal zum Beispiel ich ausfalle in der U19, jemand anders dann die Analyse macht, dann ist es, sind es genau die gleichen Themen und es ist genau der gleiche Workflow, ist genau das gleiche Taggingboard. Inhaltlich dann vielleicht ein bisschen anders, aber vom Aufbau ist es gleich. Und auch für die Spieler ist es, denke ich, einfach, wenn sie dann häufiger gleiche Begriffe hören und die gleiche Ausbildungsphilosophie sich so ein bisschen durchzieht. Ja, absolut. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich glaube auch sehr hilfreich, wie du es auch gesagt hast, allein schon auch diese Tatsache, dass man Szenen an Spieler schicken kann, die sich das quasi individuell zu Hause angucken können und dann sicherlich im Nachgang auch, wenn die Fragen haben, natürlich nochmal zum Trainer oder bestenfalls. Ja, zum Videoanalysten im besten Fall nochmal ankommen. Ja. Natürlich immer die Gefahr, wenn man nach Hause schickt, dass dann der Trainer oder der Vater dann auch mal schnell zu einem Videoanalysten wird. Deswegen, gerade im jüngeren Bereich sind wir da ein bisschen vorsichtig, aber ansonsten ist das natürlich ein cooles Tool. Ja. Cool. Ich würde nochmal ganz gerne auf den Punkt von gerade zu sprechen kommen, nämlich diese Individualanalysen. Da würde mich mal nämlich interessieren, wenn ich so eine Individualanalyse vorbereite, jetzt vielleicht auch bei dir ganz explizit im U19-Bereich, was sind denn da so wirklich die Kernsachen, auf die du achtest und was ist da explizit wichtig? Wenn ich es vorbereite, ist für mich erstmal wichtig, dass ich mir jetzt nicht, ähnlich wie ich es vorhin schon gesagt habe, nicht ein klitzekleines Thema raussuche, was dann vielleicht einmal vorgekommen ist, aber jetzt nicht die große Relevanz hat in Zukunft, sondern wirklich ein Thema hat, was mehrfach auftritt. Und dann schaue ich, dass ich mir nicht zu viele Themen raussuche. Maximal zwei sind es für mich in der Individualanalyse, wo ich dann probiere, mehrere Szenen zu finden, die halt zu dem Thema passen. Und dass ich mir vorher klar sage, okay, die zwei Themen oder das eine Thema ist das, was ich rüberbringen möchte. Und das ist für mich dann auch persönlich das Ziel. Oder anders gesagt, wenn ich das Gefühl habe, beim Spieler kommt es nicht an, dann wäre mein erster Schritt immer zu sagen, okay, was habe ich in der Vermittlung falsch gemacht und nicht, warum hat der Spieler das nicht einfach angenommen. Das heißt, ich bereite ein Thema dann so intensiv vor, dass ich mir sicher bin, es bleibt bei dem Spieler hängen. Und dann ist für mich auch wieder das Thema mit der Praxis relevant, dass wenn ich was mit dem Spieler bespreche, dass es danach unmittelbar auf dem Platz die Möglichkeit einmal gibt, das umzusetzen, aber dann auch das Feedback gibt von demjenigen, der die Individualanalyse geführt hat. Also wenn ich jetzt mit einem Spieler was bespreche, dann auf dem Platz macht er das danach super, dann muss es meiner Meinung nach ein Lob dafür geben, dass einfach direkt dieser Transfer dann auch beim Spieler da ist, okay, wir besprechen es nicht nur am Video, sondern wenn ich es dann in der Praxis umsetze, dann kriege ich auch ein Lob dafür und dann hat der Trainer gesehen, dass ich es verstanden habe oder dass ich es gut gemacht habe. Das ist, glaube ich, da extrem wichtig. Aber jetzt mal ganz konkret, weil du sagst, du nimmst ein Thema raus. Wie genau suchst du das Thema raus? Also hast du vielleicht einen Spieler, der hat Defizite, sage ich mal, im offensiven 1 gegen 1 und nimmst dann 1 gegen 1 Situation? Oder sagst du, weil nicht, da ist ein Spieler, der hat permanent Schwierigkeiten im Spielaufbau und dann zeige ich den genau diese Aktion? Oder wonach machst du das genau fest? Ja, das kann zum Beispiel ein Prozess sein. Ich glaube, was extrem wichtig ist, weil man dazu neigt, dann immer Fehlerbilder zu sehen und die verbessern zu wollen, dass man gleichzeitig auch schaut, was macht ein Spieler vielleicht schon richtig gut und wie kann ich ihn bestärken durch eine coole Szene. Bleiben wir mal beim 1 gegen 1, der hat eine super Finte oder hat einfach extrem starke Aktionen, dann zeige ich ihm die einfach mal und sage, ey, das ist cool, mach das weiter. Und dann, glaube ich, hat der Spieler nochmal mehr Bock, das weiterzumachen. Aber andersrum gibt es natürlich auch viele Potenziale und das kann dann auch mal ein mannschaftstaktisches Thema, gerade bei der U19 sein, was man dann trotzdem individuell bespricht. Aber da gibt es total unterschiedliche Sachen. Das ist dann von Position abhängig, von Spieler abhängig, von Motivation des Spielers, also da kann es alles geben. Okay. Ja. Also in beide Richtungen geht, sowohl positiv als auch negativ.
Definitiv. Ja, das ist super wichtig, ich glaube auch für den Spieler dann. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt bist du ja, wie gesagt, bei der U19 neben der Videoanalyse auch Co-Trainer. Mich würde noch interessieren, neben der Videoanalyse natürlich, was machst du denn bei der U19 weiterhin für Aufgaben? Mhm. Was da natürlich so ein bisschen das Banalste oder am einfachsten zu erklären ist, dadurch, dass ich mir den Gegner hauptsächlich anschaue und dann wahrscheinlich am meisten Videomaterial dazu gesehen habe, kümmere ich mich so ein bisschen darum, dass das Simulationsteam, was immer überragend von Dean instruiert wird. Auch Grüße an der Stelle an Dean. Grüße an Woodburn. Dass das dann auch so passt. Dann ist es quasi häufig so, dass die sehr emotional auch dabei sind, die das Simulationsteam machen und dass dann gleichzeitig immer noch das, was wir am Wochenende erwarten, so ein bisschen von der Grundstruktur, ich glaube, ganz kann man es nie simulieren und das ist immer nur so eine Annäherung daran, um dann unserem Team die Möglichkeit zu geben, Lösungen dagegen zu entwickeln. Aber dann schaue ich, dass es ungefähr so passt von den Dingen, die wir analysiert haben. Erstmal natürlich von der Grundordnung, aber dann auch so von ein paar Anlaufverhalten, von Bindeverhalten der einzelnen Spieler, dass man da so ein bisschen Feinstjustierung macht, damit die Jungs einfach in einem maximal spielnahen Umfeld Lösungen entwickeln können. Okay. Ja. Macht ja auch irgendwo Sinn, wenn du da in diesem Bereich bist. Deswegen. Cool. Aktuelles Thema. Bisschen so losgelöst von der U19. Morgen kommt, man höre und staune, der Tabellenführer SV Elversberg an den Sportpark Höhenberg. Ganz wichtiges Spiel. Bist du morgen hier? Natürlich bin ich da. Ich werde mit den anderen Trainern so gut ich kann von der Tribüne unterstützen. Und ich meine sogar, dass wir mit der U19, mit den Spielern als Balljungen fungieren und die natürlich auch von uns soweit instruiert werden, dass sie das Spielgeschehen maximal positiv für uns beeinflussen können. Okay, ja. Wir werden gucken, was morgen machbar ist. 14 Uhr, Anpfiff hier am Sportpark Höhenberg, Viktoria Köln gegen den SV Elversberg. Ja, zu guter Letzt, mein lieber Rio, Tradition hat hier großen Wert bei NLZ Total. Gibt es für dich natürlich auch eine Frage der Woche. Und da würde ich noch mal gerne kurz auf das besprochene Thema der Videoanalyse eingehen. Und zwar ist es ja heutzutage so, dass gerade die Videoanalysen wirklich teilweise bis ins kleinste Detail besprochen werden und heutzutage auch technisch diese Möglichkeit besteht der Live-Analyse. Mich würde mal interessieren, A, nutzt ihr die Live-Analyse und B, wo siehst du da den großen Mehrwert? Ja, wir nutzen die Live-Analyse als in Form einer Halbzeitanalyse, dass wir dann quasi unser gefilmtes Bild in der Halbzeit zeigen können. Das ist für mich ein Riesenvorteil, gerade wenn wir sagen, wir haben einen Matchplan entwickelt und wir haben Ideen entwickelt, wie man vielleicht die Grundordnung des Gegners irgendwie knacken kann oder wie man bei denen das Pressing brechen kann, sage ich jetzt mal offensiv aus unserer Sicht. Dann ist es, glaube ich, eine coole Möglichkeit, da nochmal eine gute Szene zu finden, die eben häufig aufgetreten ist und wo wir uns sicher sind, dass die in der zweiten Halbzeit auch häufig auftritt, zu zeigen, um Grundstrukturen aufzuzeigen, um jetzt nicht konkret eine Lösung aufzuzeigen, weil ich glaube, das funktioniert nicht. Dafür ist das Spiel dann am Ende doch zu dynamisch und zu vielseitig, aber um Lösungsräume aufzuzeigen, um Möglichkeiten zu zeigen, wo vielleicht Schwächen dann beim Gegner sind, die wir in der Analyse vielleicht noch nicht gesehen haben oder vielleicht in der Analyse gesehen haben, aber von uns noch gar nicht genutzt werden. Und das ist, glaube ich, für die Jungs dann nochmal was anderes, einfach zu sehen, okay, hier ist eine Szene von vor 10 Minuten. Und das hat, glaube ich, nochmal einen anderen Einfluss auf die, als wenn man jetzt vor dem Spiel Szenen aus dem Training zeigt oder aus dem letzten Spiel, das müssen wir besser machen, sondern es ist wirklich sehr konkret, sehr nah. Gleichzeitig muss man da, glaube ich, aufpassen, dass man nicht einfach nur das macht, weil man die technische Möglichkeit dazu hat, sondern immer sich da extrem streng hinterfragt, hat das gerade wirklich akut eine Sinnhaftigkeit für die Mannschaft. Und ich glaube, da sind wir auf einem ganz coolen Weg, da einen Mix zu finden aus, wir zeigen eine Szene, weil es Sinn macht und wir lassen es vielleicht auch mal weg, weil jetzt andere Themen wie Emotionalität oder wie banalere Sachen, die man dann auch an der Tafel zeigen kann, sinnvoll sind für die Halbzeit. Nachfrage zu der Frage der Woche, sind das dann auch positive Szenen, die man dann zeigt in der Halbzeitanalyse? Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel genau aus unserem Plan es schafft, eine coole Chance zu entwickeln, dann zeigt man natürlich hier, schaut mal, ihr habt es gut gemacht, wir sind gut in der Struktur und es hat geklappt, wir haben es durchgezockt. Okay. Dann zeigt man natürlich auch eine coole Szene. Und klar. Ja. Gut. Ja, sagt Rio Koch, unser Videoanalyst des NLZ. Vielen lieben Dank an dieser Stelle, dass du heute Gast warst hier gerne. In der Sendung. War eine sehr, sehr coole, spannende Sendung, coole Infos, die auch für euch das ein oder andere noch ein bisschen intensiver beleuchten. Zum Ende der Sendung ist es so, dass wir nächste Woche euch nicht verraten werden, wer zu Gast kommt. Lasst euch da überraschen. Aber so viel sei gesagt, es ist ein spannender Kollege. Kleine Info auch für euch. Mittwoch, 19. Oktober, ist das U19-Spiel von
Ja, deiner Truppe gegen die Auswahl von Dynamo Kiew hier im Sportpark Höhenberg. Und wer Lust hat, der ist herzlich eingeladen. 19.10. um 19 Uhr ist Anpfiff. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank nochmal für ein cooles Interview. Vielen Dank. Und euch allen wünschen wir ein schönes Wochenende und bis dann. Ciao, ciao.